Wie demonstriert man im Alltag gegen Corona? Flagge zeigen. Meinung äußern. Ein T-Shirt mit was Hübschen drauf anziehen. Immer natürlich nur dort, wo das auch geht. Nicht auf der Arbeit, wo der Chef einen anranzt oder so. Ja? Wenn man aufs schwedische Modell steht, kann man sich ja auch die schwedische Flagge aufs Auto kleben oder den Bhakti auf dem Schreibtisch liegen lassen, damit andere fragen, was ist denn das hier, was liest denn da? Es gibt mit Sicherheit hunderte von Möglichkeiten, die dort zum Einsatz kommen können. Wer da kreativ werden möchte, der denkt an die DDR und was dort die Künstler so alles abgeliefert haben, die Pastoren und jeder, der irgendwie etwas sagen wollte gegen das System, der hat auch eine Möglichkeit, das so hinter den Kulissen irgendwo zu tun. Und das machen wir natürlich in dieser Situation genauso. Das heißt, der Widerstand ist so ein bisschen so subversiv, zersetzend. Ja? Dienst nach Vorschrift oder ein bisschen weniger. Ein bisschen Symbolik dazu. Versuchen ins Gespräch zu kommen mit anderen, denen zu erklären, was an der ganzen Sache verkehrt ist. Um Verständnis für die eigene Position werben. Es ist anstrengend, darum kommen wir aber nicht herum. Es ist jetzt aufzuklären. Und dazu gehört auch die individuelle Demonstration dessen, was man denkt und fühlt und was man gerne hätte. Und wenn auch nur einer dieser verantwortlichen Politiker eines Tages den zweiten Shutdown ausruft, dann sind wir sofort alle in Berlin und besetzen die komplette Stadtmitte. Jeder für sich mit dem Abstand, auch mit der Maske, mit seiner Symbolik und ja, was soll denn schon passieren? Die sind doch viel weniger als wir. Selbst wenn sie alle Polizisten des Bundesgebiet zusammenziehen, selbst wenn sie die komplette Bundeswehr hier holen. Naja, wie viele Tage wollen die das machen? Dann warte ich eben bis zum zweiten Tag und gehe dann dorthin. Oder warte ich bis zum dritten Tag und gehe dann dorthin. Also immer so, wie es gerade passt und geht. Bis dieses Corona-Regime erledigt ist. Erledigt ist. Genau, bis es weg ist. Bis wir unser Grundgesetz wieder haben. Auf den Tag freue ich mich. Alle Corona-Maßnahmen, die irgendwas hier einschränken, die irgendwelche Freiwilligkeiten außer Kraft setzen, kommen in den Mülleimer. So ist es. Bis dann. Tschüss.